What the hell? Who's that Pokémon? It's no way for you! Wir machen jetzt noch schöne Tryhard Solo Queue und pushen diesen Account endlich wieder nach Challenger. Seit wann hat Freddy Mieter? Ne, ich habe praktisch. Also die Sache ist, ich habe eine Mietwohnung mir zugelegt vor ein paar Jahren. Wir hatten jetzt erst, weil das Dach wird neu gemacht und bei dem Sturm wurde praktisch die schützende Plane abgedeckt und dadurch ist Wasser ins Haus eingedrungen. Das heißt, die hatten einen Wasserschaden und der muss gerade repariert werden. Und dann zusätzlich zu dem Wasserschaden ist noch ein Rohr kaputt gegangen. Das heißt, die haben noch einen Wasserschaden. Und laut Aussagen ist die Wohnung bewohnbar und es ist nicht problematisch und das ist okay für sie. Aber das ist natürlich ein Desaster für die armen Mieter. Ne? Und deswegen haben wir vorhin am Anfang vom Stream einen strategischen Plan ausgeheckt, dass ich denen praktisch einen Monat Mieterlass anbiete, damit sie wenigstens irgendwas anderes außer den Hiobsbotschaften haben. Und dafür müsste ich die eigentlich anrufen, aber ich traue mich nicht. Deswegen schreibe ich denen jetzt dann eine E-Mail. Ruf an. Ich habe solche Angst. Oh, eigentlich ist es besser, aber ich weiß nicht so recht. Könnt ihr, also ist das für euch was, was ihr einfach so machen könnt? Leute anrufen. Ich mache lieber alles über E-Mail und SMS und so, weil anrufen ist immer so scary bei den Leuten. Ruf mitten in der Nacht an und sprech ihnen auf die Mailbox. Das ist eigentlich absolut ingenious, oder? Ist das nicht das ist der beste Plan, den ich je gelesen habe hier im Chat. Ich rufe die einfach um 4 in der Früh an, wenn sie schlafen, dann haben die bestimmt ihr Handy auf Flugmodus und dann spreche ich ihnen aufs Band. Alter, ist ja 300 IQ, Sehr guter Plan, Twitch-Chat. Gefällt mir schon jetzt, was er da anzubieten hat. Okay, wir haben Neon und Gabo. Das ist doch schon mal gut. Wenn wir mal Akali. Okay, dann wir mal. Was ist, wenn der Nachtmenschen sind oder so, du sie aus dem Bett holst? Ja, darüber habe ich jetzt noch nicht nachgedacht. Ich kann auch anrufen und direkt auflegen. Das ist doch auch zwei. Nee, halt, das bringt mir überhaupt nichts, weil dann rufen die mich zurück. Nee, das ist überhaupt nicht gut. Überleg mal, du wirst um 4 Uhr von deinem Vermieter angerufen. Scary, ja. Das klingt sehr, sehr scary. Ruf mit einem Wegwerf-Handy an. Ja, aber das bringt mir doch überhaupt. Was bringt mir das dann, Leute? Vorher noch kurz in den Hörer ab. Ich habe ja a lot of Psychopathen im Chat. Was sind das für Strategien hier? So, schicke ihnen einen Brief. Das könnte ich eigentlich auch machen, ja. Dir den Brief schicken. Erst mit einer SMS. Na, ich muss die anrufen. Ihr habt ja recht. Ich muss einfach über meinen Schatten springen und die anrufen. Ich rufe die morgen an. Weil morgen habe ich eh einen stressigen Tag vor mir. Das ist perfekt. Dann habe ich noch mehr Stress. Dann mache ich das einfach. Während ich morgen zum Flughafen fahre, mache ich das. It's gonna be good. Schick ihnen eine Brieftaube. Hat einer von euch zufällig eine Brieftaube für mich? Ich bin für einen Tag in Krefeld, bin ich. Also, dann werde ich in Krefeld 6 Stunden streamen, dann werde ich in Krefeld den Stream ausmachen, ein Interview geben für den Heldenschmieden-Eröffnungsstream von Aldi und dann werde ich wahrscheinlich noch nachts zurückfahren mit dem Schlafzug und ansonsten am Dienstag früh zurückfahren. Genau. So der Plan. Ich bin kein Fan von Kurzstreckenflügen, aber ich kann ihn leider nicht umgehen, Leute. Weil ich einfach, das passt sonst zeitlich nicht, wisst ihr. Wenn ich mit dem Zug fahre nach Krefeld, brauche ich 7 Stunden, glaube ich, oder 6 Stunden. Und mit dem Flieger brauchst du eine. Und ich kann es einfach nicht umgehen, leider. Inlandsflüge sind sehr entspannt, ja. Aber das ist eigentlich will ich das nicht. Eigentlich, Zugfahren ist ja nicht viel langsamer. Voller Fokus jetzt wieder auf die Ranked Games, ja. Wir werden hier extrem overaggressive spielen, by the way. Kasadin-Spieler müssen gepunished werden. Ruhig bleiben. Die Turret-Line immer weiter vorziehen, bis wir irgendwann im Turret drin hängen. Wir müssen ja einfach schauen, dass wir den möglichst halt harassen. Die ganze Zeit. Selber aber auch last-hitten werden. Das sind zum Beispiel jetzt. Ich habe ihn zwar ganz gut harassed, aber ich bin halt in last-hits sogar behind. Was natürlich ein Desaster ist. Was ist unser Lost Chef damit hier? Boah, sorry, ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen Ruhe reinkriegen hier in mich. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass der Kasadin so gut gefarmt ist hier, muss ich sagen. Boah, die Welt geht unter, Ich höre es nur knallen die ganze Zeit draußen. Bitte, Internet, halte. For the love of God, Internet, halte. Machst du mal einen 24-Stunden-Stream in der Zukunft? Persönlich, ich verstehe den Reiz an 24-Stunden-Streams nicht. Du kannst kein Commentary mehr machen. Du bist halt komplett im Arsch. Du bist extrem ungesund, so. Also kein Commentary, kein Gameplay. Das geht dir scheiße. Ich weiß nicht, was der Reiz an denen sein soll, ehrlich gesagt. An den 24-Stunden-Streams. Ich verstehe auch nicht, warum so viele Leute das immer so unbedingt wollen oder da so Bock drauf haben.
Kohle reinbringen. Ja, ich meine, natürlich, die sind. Also natürlich, du verdienst eine Menge Geld mit 24-Stunden-Streams oder so. Sabatons sind insane zum Beispiel. Für die Gain. Oh, das sieht sehr bad aus hier, by the way. Oh! Oh, der Fresh! Dann nehmen wir uns das hier, dann flitzen wir einmal zur Lane. Wer guckt denn auch die ganzen 24 Stunden? Es gibt schon manche Leute, die das machen, aber es ist halt, also vom Gefühl her ist das halt nur jemanden leiden sehen, weil du kannst ja nicht erwarten, dass jemand 24 Stunden lang guten Content macht. Du kannst halt eine Person in einem Ausnahmezustand angucken und ich glaube, das ist der Reiz für viele Leute, diesen Ausnahmezustand bei jemandem sehen wollen. Was? Warum kann mich der denn fast one-hitten? Der hat mich gerade fast gewone-hittet. Okay. My bad. Der kriegt hoffentlich keine Platten. Na, ein 24-Stunden-Stream mit 3000er Sub-Goal und dann gibt's ein Relaxo-Cosplay. Ja, also so Sabatons kann man natürlich machen, aber ich will mir das halt ehrlich gesagt sehr ungern selber antun. Ich habe da irgendwie sehr, also ich habe einfach auch nicht die besten Erfahrungen gemacht mit solchen Sachen. Der sieht irgendwie gar nicht so gut aus, ne? Muss ich sagen. Einfach flashen sollen. Der Nautilus ist geflasht und der Lee ist geflasht. Der Kassadin ist jetzt richtig dick, Er ist jetzt richtig dick. Oh no! Kassadin-Spieler! Ja, der ist halt auch even CS mit mir. Ist das eigentlich David Sohne? Oder wer ist Kassadin? Der Damage von Kassadin mit Nix schon crazy. Ist krass, oder? Dass der mich da fast one-hitten kann. Davor, das war richtig frech. Ich meine, er hatte letztens einen Blasting-Wund und eine Träne hatte der zu dem Zeitpunkt. Er hat mich fast gewone-hittet. Okay. Ja, schöner Solo verbunden. Der hat gegen Ludens Echo. Das ist ein Full Burst, Kassadin. Braucht man halt mittlerweile so, oder was? David Sonic ist wahrscheinlich der beste Kassadin des Servers. Er ist sehr, sehr clean auf dem. Komm schon, töt, please. Oh, der letzte Schuss kam nicht raus. Ich bin ja halt immer zur dritten Mitte, aber ich weiß das eigentlich, dass ich das nicht besser respektieren kann, ne? Ja, wir kriegen den zweiten Drake. Unsere Kalista stackt unten. Die Kaiser ist sehr dick, der Kassadin ist sehr dick. Der Mid-Turret ist so low, ich wollte den unbedingt haben. Wir können die alle killen. Ja, und ich. What the hell? Hat mich gerade gewonnen-hittet. What? Okay, cool. Passt im Super-Work für uns, ne? Also war ein schöner Fight, war ein richtig schöner Fight. So, einmal ganz kurz hier ein bisschen Hardrock an, damit wir ein bisschen wach werden. Grievous Maximus! Eieiei, das war so free, what am I doing? Ah, wir kriegen beides, ne? Die können das nicht contesten. Da sollten wir den Drake hier auch noch machen. Mamma mia, jetzt ein Infitte. Alter. Okay, Madlife. Soul. Rabadant. Entschuldigt bitte. So, dann behalten wir. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt kaufe. Wahrscheinlich Void einfach. Alles fein. Okay. Alter, mein Damage ist ja absolut toxisch, ey. Ich wollte beide killen, aber leider nur einen erwischt. Die dodgt echt gut, muss ich sagen. Die Kaiser, die hat sich sehr, sehr bemüht, das Game. Woo! Aber da ist der erste Game-Win. Nice, hä? Das heißt, wir sind mit Solo-Queue jetzt 1-1 im Plus hier. Hey, Rabadon sieht komisch aus. Ja, aktuell gibt's irgendwie einen Bug mit den Mythic-Items. Das heißt, wenn ihr ein Mythic-Item an der Position habt und dann ein anderes Item kauft, das auf der Position ist, dann sieht das Item aus wie ein Mythic-Item. Also es hat dann diesen orangenen Rand oder was das ist. Für den Hardstark Bronze kannst du mir helfen? Na klar.
Also, ich gebe die Tipps normalerweise nicht leicht raus, sondern das kostet ein bisschen. Aber für dich habe ich ja einen. Wenn du Hardstack Bronze bist, du musst, wenn du drüber nachdenkst, einfach aufhören zu verlieren und stattdessen gewinnen die Games, weißt du?